In der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Krefeld zu zwei Bränden alarmiert. Gegen kurz nach 0 Uhr brannte ein Container auf der Sternstraße, welcher schnell gelöscht werden konnte. Gegen kurz nach 2:30 kam es zu einem Sperrmüllbrand vor einem Mehrfamilienhaus in der Martinstraße. Bei Eintreffen war das Feuer schon so weit in Gewalt, weil die Polizei erst Löschmaßnahmen vorgenommen hat durch Pulverlöscher. Wir haben quasi dann im Anschluss nur noch das Gebäude kontrolliert, ob dort sich noch Personen aufhalten, die eventuell dann vom Rauch noch betroffen sind. Ein Bewohner wurde durch den Rettungsdienst gesichtet. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden konnte die Polizei nicht bestätigen. Nachdem die Feuerwehr Krefeld bereits vergangene Woche immer wieder ausrücken musste, um Dachlawinen und Eiszapfen zu entfernen, kam es am Dienstag zu einem Einsatz am Krefelder Zoo. Ja, wir sind heute Morgen zum Zoo gerufen worden, weil dort Wasser durch schmelzenden Schnee bedingt durch das Flachdach in das Gebäude reinlief. Wir mussten dann halt bei diesem Gebäude erstmal gucken, was denn überhaupt die Ursache war. Es waren offensichtlich auch verstopfte Abläufe, die durch Eis und Schnee verstopft waren und durch dieses schmelzende Wasser dann in das Gebäude hineinliefen. Nachdem die Feuerwehr die erste Gefahr gebannt hatte, wurde die Einsatzstelle an Privatunternehmen übergeben. Am Mittwochabend erfasste ein Rollerfahrer einen 88-jährigen Mann, der mit seinem Rollator auf einem Feldweg nahe der Forstwaldstraße unterwegs war. Beide Männer wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist derzeit unklar. Der Feldweg ist normalerweise nur für den landwirtschaftlichen Verkehr sowie Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Düsseldorfer Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im Begegnungsverkehr. Der weiße SUV fuhr auf der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Gellepstratum und stieß aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 53 mit einem VW Passat, welcher sich auf der Gegenfahrbahn befand, zusammen. Der SUV schleuderte frontal in eine Hauswand. Insgesamt waren 7 Personen betroffen, 4 Rettungswagen und ein Notarzt versorgten die Betroffenen. Zur weiteren Abklärung wurden 5 Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Temperaturen um die 20 Grad und strahlender Sonnenschein locken viele Krefelder am Wochenende ins Freie. So war unter anderem der Stadtwald gut besucht, ein mobiler Kaffeewagen war ein großer Anziehungsmagnet. Laut Polizei hielt es sich mit den Corona-Verstößen in Grenzen und in der Tat konnte man zwar viele Familien bei Fahrradtouren und Picknicks beobachten, doch zu anderen wurde der Abstand vielfach eingehalten und oftmals sogar eine Maske getragen.